Lena Gerke ist wieder schwanger. Wunderbare Neuigkeiten von Lena Gerke. Ihr Bäuchlein hatte sie mit einem schwarzen Kleid kaschiert. Jetzt lüftet die extra Voice of Germany Moderatorin endlich das süße Geheimnis. 1+1=4 schreibt Lena glücklich zu einem Foto, das sie in einem weißen Sommerkleidchen und mit eindeutigem Babybauch zeigt. Auf einer zweiten Aufnahme ist sie in inniger Umarmung mit ihrem Liebsten zu sehen. Promis und Fans sind bei dem Anblick aus dem Häuschen und hinterlassen der werdenden Mama zahlreiche Glückwünsche und Herzen. Ein Geschwisterchen für Tochter Zoe. Damit bekommt Zoe ein Geschwisterchen. Die Tochter des Paares kam im Juli 2020 zur Welt. Kein Moment war emotionaler als die Geburt ihres Mädchens. Keine Worte können beschreiben, wie dankbar wir sind. Bestes Geburtstagsgeschenk für den Papa, schrieb Lena zu einem Foto, auf dem die stolzen Eltern die Hand ihres Babys halten. Schlafprobleme ihrer Tochter machten Lena Gerke und Dustin Schöne zu schaffen. Über ihre weitere Babyplanung hielt sich Heidis erste GNTM-Gewinnerin bedeckt, gab aber zu, dass die ersten Monate mit Tochter Zoe für die frisch gebackenen Eltern manchmal ganz schön hart waren. Das Paar hatte sich schließlich eine Schlafberaterin zur Hilfe geholt, um mit ihrem Spross einen stabilen Schlafrhythmus aufzubauen. Der Grund? Eine Zeit lang ist die kleine Zoe nachts alle 2 Stunden wach geworden und wollte gestillt werden. Darum entschieden sich Lena und Dustin für die Unterstützung.